Der Buckingham Palast hat die Biografie von Prinz Harry auf der offiziellen Website der königlichen Familie aktualisiert und damit seinen Titel Seine königliche Hoheit entfernt. Prinz Harry und Herzogin Meghan verzichten bereits seit 2020 auf ihren Titel Königliche Hoheit und waren mit ihrem Sohn Archie in den US-Bundesstaat Kalifornien ausgewandert. Den Fehler, dass Prinz Harry immer noch fälschlicherweise als seine königliche Hoheit geführt wurde, hat der britische Daily Express am Freitag aufgegriffen. Zudem waren auf der Website bis vor kurzem auch andere veraltete Informationen über Mitglieder der königlichen Familie zu finden, die inzwischen alle korrigiert worden seien. So wurden beispielsweise Prinz William und Prinzessin Kate bis vor kurzem als Herzog und Herzogin von Cambridge sowie die verstorbene Königin Elizabeth II. Als aktuelle Monarchin geführt. In einer Stellungnahme des Buckingham-Palasts heißt es, die Website der königlichen Familie enthält über 5000 Seiten mit Informationen über das Leben und die Arbeit der königlichen Familie. Nach dem Tod ihrer verstorbenen Majestät Königin Elizabeth II. Werden die Inhalte in regelmäßigen Abständen überarbeitet und aktualisiert. Bis dieser Prozess abgeschlossen ist, könnten einige Inhalte nicht mehr aktuell sein.